Ja, Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zurück hier auf meinem Kanal und wieder mal zu einer Mod-Vorstellung. Heute schauen wir uns wieder etwas aus der Überladetechnik an, und zwar von der Firma Stara, den Reboke 16000 Plus, der jetzt eben zum Download verfügbar ist. Der Mod ist für PC als auch für die Konsole in der Version 1.0 zum Download bereit, und der Download-Link kommt natürlich in meine Videobeschreibung. Wir haben hier eben ganz normal einen Überladewagen, wie wir ihn schon kennen aus dem LS19. Wir haben einige Besonderheiten bei dem, der von, oder besser gesagt, wo er sich von den anderen Überladewagen unterscheidet. Ich würde aber mal sagen, wir fangen im Shop an. Im Shop ist das Ganze unter Werkzeuge und dann über Überladewagen zu finden. Dann geht es ganz nach hinten. Da haben wir von der Firma Stara den Reboke 16000 Plus um 30.000 Euro. Wir schauen einmal rein. Der 3D-Shop, wie wir sehen, funktioniert schon einmal. Wir sehen auch gleich, es ist ein Drehschemel-Anhänger. Also für die Rückwärtsfahrten ist das vielleicht etwas schwieriger bei einigen Leuten, speziell bei mir. Ich bin auch so einer, ich kann leider mit den Dingern nicht rückwärts fahren, aber soweit so gut. Ansonsten ist das recht schön, weil wir den Traktor natürlich damit sehr, sehr entlasten, wenn wir das Ganze hier nicht an der Hinterachse dranhängen haben, sondern eben durch diese Räder das Ganze schön entlastet wird. Also genug geredet über diese Sachen. Wir schauen uns einmal den Mod jetzt an sich an. Wir haben hier eben den Reboke 16000 Plus, die 16000 Plus in der Beschreibung bzw. in der Bezeichnung beschreiben schon das Fassungsvermögen, das ist nämlich 16.000 Liter, und wir benötigen dazu eben eine Leistung von 100 PS. Ich würde natürlich empfehlen, etwas mehr, überhaupt wenn wir das Ganze dann hochkonfigurieren. Wir können das Ganze noch hochkonfigurieren mit der Kapazität, dann würde ich schon 150 PS empfehlen. Also kommen wir zur Konfiguration. Da haben wir einerseits einmal mit 16.000, und wir können das Ganze hochkonfigurieren auf 22.000 Liter. Also da würde ich dann mit 100 PS nicht mehr rumfahren, da es vielleicht etwas schwierig ist, das Ganze dann an Hängen bzw. eben an steilerem Gelände etwas hochzuziehen. Bei den Reifenherstellern haben wir einerseits einmal Trelleborg mit dabei, wir haben Michelin mit am Start, und wir haben Nokian, das wir hier anbauen können. Bei Trelleborg haben wir einmal ein Standardrad mit dabei, dann eins mit Breitreifen und eine Breitreifenausführung mit glattem Profil. Also wir haben eben dieses Stollenprofil einmal als Standard, einmal als Breitreifen und dann eben einen noch breiteren Reifen mit einem glatten Profil. Bei Michelin haben wir zwei Breitbereifungen mit dabei. Also schauen wir ganz kurz, zwei Breitbereifungen und ein Standardrad. Und bei Nokian haben wir einmal Standard, einmal Breitreifen und wieder das Standardrad. Also da sind zwei verschiedene Reifen dabei. Also man sieht schon, wir können hier schon bei den Reifen unseren Lieblingshersteller bzw. unseren bevorzugten Reifenhersteller auch bei der Reifenvariante dann sehr, sehr gut wählen. Beim Design haben wir einmal ein normales Überladerohr, also ganz normal, wo wir auf Anhängern dann überladen können. Aber wir können auch noch ein Überladerohr für Sämaschinen mit anbringen. Da wird dann hier noch ein Rohr runter verlängert, sage ich einmal, dass man eben näher an der Sämaschine dann wieder ist, dass man das Ganze auch als Sämaschinenbefüllgerät, so kann man es eigentlich sagen, auch nutzen kann. Also man kann dann eben das Rohr ausfahren, bei der Sämaschine ranfahren und oben schön mit diesem Rohr reinzielen. Ist natürlich eine schöne Sache, überhaupt wenn man größere Felder damit bestellt, dann kann man mit dem Überladewagen praktisch auch die Sämaschine beschicken oder eben auffüllen. Also das wäre es einmal im Shop soweit gewesen. Wir sehen auch Grundpreis 30.000, wenn wir hier einiges konfigurieren, wie ich jetzt gerade, sind wir um 9.000 Euro mehr. Also auch hier ist natürlich der Preis wieder beim Konfigurieren. Das passt alles, dass man hier auch bezahlen muss, wenn man etwas verändern will. Also das ist schon mal alles realistisch, das ist schon mal alles recht schön umgesetzt. Ich habe jetzt einmal zwei Anhänger oder zwei Überladewegen hier gekauft. Einmal die Standardausführung, also mit der Standardbereifung auch. Die kleine Ausführung, sage ich einmal, mit 16.000 Litern. Und dann haben wir hier eben noch mit dem Aufbau obendrauf, mit dem Holzaufbau hier, um, oder besser gesagt, auf 21 oder 22.000 Liter, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, 22.000 Liter, jawohl, also 22.000 Liter waren das. Von der Textur und Verarbeitung sieht das Ganze sehr, sehr gut aus, also die Aufkleber hier oben sieht man recht schön, also das passt alles, das erkennt man, dass das Aufkleber sind, auch hier unten die Warnhinweise sind soweit in Ordnung, also LS19 Standard würde ich mal behaupten. Hinten haben wir soweit nicht viel dran, Beleuchtung soweit haben wir keine mitverbaut.
Also da ist nichts mit dran und vorne eben ganz normal noch eine Gelenkwelle, wo wir dann eben den Überladewagen antreiben können, dass wir natürlich auch dann überladen können. Wir haben hinten noch so ein Anhängemaul, weiß ich jetzt nicht, ob das Ganze funktioniert, können wir uns dann vielleicht noch anschauen. Ansonsten soweit nicht allzu viel dran. Wir haben hinten noch ein Typenschild eben, wie wir sehen können, von der Firma Stara, wo das Ganze noch typisiert ist, natürlich das Gerät. Also von dem her passt das schon recht gut. Ich würde mal sagen, wir schauen uns das Ganze mal an, wenn wir das verwenden wollen. Wir koppeln das einmal an mit der Tastekuh und dann sehen wir schon, die Schläuche werden zwar angekoppelt, aber leider sind die recht traktornah runtergeführt, dass sie auch ein bisschen in die Gelenkwelle kommen und teilweise auch in den Schlepper kommen. Also das ist auch bei einem anderen Schlepper so. Ich habe das schon ausprobiert mit einem anderen Schlepper, aber das wird immer sehr, ja, traktornah runtergeführt. Da hätte man vielleicht die Schleife etwas größer legen können, dann wäre das vielleicht etwas besser gewesen. Ansonsten funktioniert das alles einwandfrei. Wir können mit der Taste N oben die Abdeckung entfernen bzw. wieder hinmachen. Wir haben hier einen schönen Bunker eben, wie wir sehen können, also von oben recht schön. Wir können natürlich die Standardfruchtsorten damit befüllen, die auch in einen Drescher passen, kann man eigentlich sagen, und zusätzlich eben noch Dünger und Saatgut, um dann natürlich auch den Überladewagen als Saatgutbehälter bzw. Düngerbehälter nutzen zu können. Also, das passt schon einmal recht gut. Da darf man schon einmal auf gar keinen Fall meckern. Beleuchtung, wie erwähnt, soweit ist nichts verbaut. Wir werden einmal den anderen nehmen und uns dann das Ganze mal anschauen beim Anhänger überladen. Ich habe hier schon einmal einen Anhänger vorbereitet. Wir werden den einmal befüllen. Mit Weizen ist ja jetzt egal. Man sieht auch, der wird auch sauber befüllt soweit. Also das passt alles wirklich recht gut. Jetzt müssen wir nur versuchen, hier so halbwegs sauber rüber zu kommen. Wir haben noch eine zusätzliche Funktion, hätte ich fast vergessen, wenn wir das F1-Menü einblenden. Und zwar können wir die Leiter vorne hoch und runter klappen mit der Maussteuerung. Also links und rechts die beiden Maustasten halten und nach links und rechts die Maus bewegen. Dann wird die Leiter nach oben bzw. nach unten geklappt, hat soweit eben sonst keine Funktion, sondern ist rein nur so ein zusätzliches Feature, ist auf jeden Fall schön umgesetzt. Mit der Taste O können wir dann das Ganze ausfahren, also beziehungsweise eben den Überladearm ausfahren. Der wird dann eben mit diesem Hydraulikzylinder, darum natürlich auch die Hydraulikanschlüsse hier ausgefahren. Wir haben auch hier eine Beleuchtung noch mit dabei, also wenn wir das Arbeitslicht einschalten, haben wir hier vorne beim Überladerohr eine Beleuchtung mit dabei, beziehungsweise eben einen kleinen Scheinwerfer mit drauf. Also, wir werden jetzt einmal versuchen, hier ranzufahren und wir sehen schon, wir müssen keine Taste drücken, es wird automatisch aktiviert. Wir können das auch nicht stoppen jetzt soweit. Solange wir über dem Anhänger sind, wird das auch übergeladen. Wir haben schöne Animation, also das Korn hier kommt nicht irgendwo bei der Abdeckung durch, auch vorne nicht, seitlich nicht. Also das ist schön umgesetzt, auch der Trichter, wie es runtergeht eben in den Anhänger, das sieht alles sehr, sehr schön aus. Wir haben gesehen, das wird relativ schnell übergeladen, also die 16.000 Liter, die wir jetzt hier drinnen gehabt haben, sind eigentlich relativ zügig übergeladen gewesen. Also von dem her ist man auch beim Überladen hier relativ schnell. Also man sieht, wir können auch natürlich über sehr, sehr hohe Anhänger überladen. Also ich würde ja mal behaupten, über alle Anhänger, die es im LS19 so gibt, auch die größeren, wird das mit der Höhe hier kein Problem sein. Eben hier können wir uns auch noch ganz kurz anschauen, eben diesen speziellen Überladearm. Das hätten wir zuerst schon machen können. Aber hängen wir noch einmal ganz kurz an das Ganze und schauen uns das noch einmal an hier. Also wir haben hier eben dann diesen Überladearm, wenn wir das mit der Taste O ausklappen, für die Sämaschine, das ich zuerst schon erklären probiert habe. Also man sieht, der Überladearm wird dann einfach nach unten etwas verlängert und wir können dann hier sauber mit der Sämaschine runterfahren und dann hier Saatgut und Dünger natürlich auch in eine Sämaschine laden. Wir können natürlich das auch bei den Anhängern benutzen, das funktioniert natürlich auch alles einwandfrei. Also da müssen wir, glaube ich, nicht immer umkonfigurieren, soweit müsste das auch bei den Anhängern dann natürlich funktionieren. Also hätten wir mal uns das Ganze angeschaut in den Funktionen. Textur, wie erwähnt, ist eigentlich recht gut, beziehungsweise LS19 Standard. Also da darf man auf gar keinen Fall meckern. Wir schauen auch noch ganz kurz in die Lok. Die Lok, wie man sieht, ist sauber. Also auch Lokfehlerfreiheit ist somit gegeben. Es gibt keine
viel eigentlich. Also ich habe nichts entdeckt auf die Schnelle jetzt. Das Überladen funktioniert auch. Es funktioniert auch recht zügig. Also wir sind, oder die 16.000 Liter, wie wir gesehen haben, sind recht schnell übergeladen. Wir haben eine Überladeanimation auch. Also auch das Korn kommt wirklich aus, auch der Schnecke raus und wird in den anderen Anhänger übergeladen. Also von dem her funktioniert das alles einwandfrei. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist eben vielleicht die Tatsache mit den Schläuchen hier. Man sieht es jetzt hier noch einmal recht gut. Die hätte man einfach ein bisschen weiter rausführen können und dann hier an der Gelenkquelle vorbei. Dann wäre auch das noch perfekt. Also das wären vielleicht so kleinere Sachen für eine andere Version oder für eine nächste Version. Ich weiß nicht, ob es eine andere Version noch geben wird, aber ansonsten Top Mod kann man wirklich so gleich einmal verwenden. In meiner Bewertung bekommt dieser Mod natürlich 5 von 5 Sternen. Das ist da eben ganz klar wert. Fehler soweit habe ich keine gefunden. Wir haben einiges zu konfigurieren im Shop. Also wir können die Kapazität erhöhen. Wir können bei den Rädern einiges konfigurieren und auch beim Überladewagen oder besser gesagt beim Überladerohr können wir auch noch wählen, ob wir das für die Sämaschinen haben wollen, damit wir natürlich noch etwas näher mit dem Überladerohr an die Sämaschine drankommen. Also glaube ich, gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Eine klare Download-Empfehlung von mir für diesen Mod. Großes Lob an den Modder, der das hier wirklich schön umgesetzt hat und 5 von 5 Sternen ganz klar wert. Wenn dir meine Mod-Vorstellung gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung von dir freuen und wenn du mich noch nicht abonniert hast, auf jeden Fall abonnieren bitte. Also hoffentlich bis demnächst. Ciao.